Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tell Me Why. Es geht dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nur ein bisschen, ein bisschen weiter zurück, also wir müssen nochmal ein Stückchen machen. Aber das ist nicht schlimm, es geht heute aber weiter im Haus. Könnt ihr euch schon mal freuen. Also ich würde mal sagen, wir legen mal los. Alles okay? Was ist passiert? Ich hab mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo? Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du Drachen, voraus. Nach links, glaube ich. Dort ist recht. Hier ist nichts. Natürlich. Okay. Gut, entweder war ich letztes Mal lost oder ich habe das nicht gesehen. Keine Ahnung, aber heute geht's weiter. Fangen wir mal an. Ich hätte Gold geholt. Nicht mal im Traum. Okay. Oh. Irgendwie vielleicht Kobold oder so ein Kobold. Keine Ahnung. Naja. Geht's denn hier weiter? Dann nach den Kobolden wieder, Lex. Nö, es war rechts. Mein Fehler. Okay, das haben wir alle schon gesehen. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Wir sind wirklich verbunden. Aber wo muss... Ah, hier! Das war, soweit ich weiß, das letzte Mal noch nicht. Und jetzt kommt der tricky Teil. Ab jetzt ist alles in Englisch. Ich hoffe, ich habe den Untertitel drinnen. Und... Ja, gut. Ich hoffe, jeder kann mitlesen. Wenn nicht, dann kann man ja kurz Pause machen und lesen. Ich würde sagen, es geht los. Komme. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Okay, ist doch in Deutsch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wo ich es gekauft habe, stand unterstützte Sprachen, stand nur Deutsch als Untertitel drin. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay. Ja gut, habe ich mich doch getäuscht. Naja. Ist aber auch gut. Dann braucht ihr nicht lesen. Es wirkt so irreal.
Was haben wir denn hier? Natürlich. Kein Licht, kein Strom. Na, kann ich denn? Ja. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Machen wir mal das. Sind das echte Klinket-Masken? Glaube nicht. Warum sollte Marianne unechte Masken kaufen? Vor 20 Jahren hat jeder Fälschungen gekauft. Okay, schauen wir mal weiter. Wir brauchen hier eine Putzkolonne. Oder einen Exoskeleton. Ha, das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. War ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Schauen wir mal hier hin. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Okay. Wie oft habe ich in diesen Spiegel geschaut und gehofft, darin etwas anderes zu sehen. Ja gut. Ich würde sagen, ich schaue nochmal schnell in die Küche. Komme ich da zur Küche? Jo. Schauen wir doch mal da rein. Was gibt's denn? Hier. Wow, okay. Was ist das? Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Was haben wir hier? Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marianne liebte es, Dinge zu reparieren. Okay. Na gut, sagen wir mal. Das. Aber nicht, wenn etwas kaputt ging. Vor allem dann nicht, wenn es unsere Schuld war. Ich weiß. Ich sag ja nur, sie rettete gern kaputte Dinge. Oh, jetzt haben wir hier eine. Oh nee, da ist es nicht. Wo ist denn das? Ah, da. Muss mal näher hingehen. Ah, okay. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom! Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind gut, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Okay. Okay. Es hat so genervt, dass Marianne zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Okay. Ich würde mal sagen, wie es aussieht, trauen wir uns mal hoch. Schauen wir mal, was da ist. Okay, da haben wir eine Tür, da haben wir einmal sowas. Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Mariannes Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Ihr Chaos macht mich fertig. Durchsuchen wir unser eigenes. Ja, sehen wir der Nostalgie ins Gesicht. Hm.
Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Okay. Na gut. Was haben wir denn hier? Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Okay, gut. Also falls das jetzt jemand lesen will, ich lasse das jetzt mal für einen kurzen Moment, dass ihr stoppen könnt. Dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn ihr wollt. Geht da jetzt mal jede Seite durch und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr es durchlesen. Aber ich werde das jetzt nicht machen, weil das dauert jetzt viel zu lange. Machen wir mal weiter. Okay, Mann, gut. Wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Glaub, das mein Tagebuch. Passt. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht so gut es geht vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Okay. Nee, so komme ich nicht derzeit raus. Ah, okay, hier direkt. Alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben, half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Okay. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war
war es immer. Ich habe so langsam nicht verstanden. So heiß drauf reinzugehen. Aber okay. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. Schauen wir mal hier hin. Da haben wir einmal einen Elch. Hey Kumpel, lange nicht gesehen. Warte. Also wer den zweiten Teil gesehen hat, war der nicht unten im Keller? Also ganz unten unter der Veranda oder wo wir waren. Ich glaube schon. Oh, der war nicht meiner. Okay. Da, das ist unser Spiel. Rodel und Straßenbahn. Das hat wirklich keinen Sinn ergeben. Wir haben es trotzdem ständig gespielt. Mann, wir waren Kinder. Wir brauchten nichts weiter als Steine und Vogelfedern. Hm. Ja gut, okay. Was haben wir hier noch? Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Was haben wir denn hier dann noch? Ach, ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Okay. Will ich jetzt mal nicht nachfragen. Was haben wir denn hier noch? Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden? Es war mein Lieblingsfilm. Damals. Was haben wir hier? So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Okay, und jetzt haben wir noch eine Sache, glaube ich, aber ganz schön gemacht, wirklich. Also, sehr detailliert. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Schade. Okay, ich kann das nicht richtig lesen. Also, wieder, wer das entziffern kann und auch lesen kann, der kann jetzt gerne Stopp machen, aber ich kann es nicht lesen. So, dann würde ich mal sagen. Oh Gott, jetzt ist hier mal. Ah, da. Als der Eiskönig die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Hm, ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Okay. Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Hm. Witzig. Echt gut gemacht. Wir müssen da vorne, glaube ich, hin. Ja. Würde ich sagen. Ja, gut. Gehen wir mal rein. Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel für das Recht, in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Marianne. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee.
Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Lies mal. Vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen. Bilderbuchrätsel. Komischer Tag. Komische Kindheit. Touché. Okay, gut. Ja gut, an der Stelle muss ich mal kurz einen Schnitt machen. Weil ich gerade ein Problem gesehen hatte, aber das ist nicht so schlimm. Ja gut, ich würde an der Stelle dann auch Schluss machen, dass wir hier das nächste Mal weitermachen können. Dass es jetzt halt auch keine Probleme gibt irgendwie. Weil ich habe was gesehen, was glaube ich sehr gut ist. Bist du sicher, dass du es lösen kannst? Machen wir das noch schnell. Oh, ich kann nicht drehen. Jetzt hat. Ich mach mal das. Hat er das jetzt gemacht? Ja, hat er. Ja gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal dann weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr freut euch hoffentlich genauso wie ich auf die nächste Folge. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch ein Like und ein Abo da lassen. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren. Würde mich sehr freuen und auch unterstützen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.